Mal zeigen, wie man mit einer Tesla-Spule Musik machen kann, und zwar über einen Walkman und über eine Kassette, und in dem Fall nämlich Fat Boys Rock the House. Und es ist wirklich erstaunlich, was man für einen Bass nur mit der Entladungen der Tesla-Spule zusammenbekommen kann. Das will ich jetzt mal zeigen. So, na, geh rein. Machen wir die erstmal an. Muss hier ein bisschen weiter wegbleiben mit dem Handy. Die lassen wir dann so auf circa 12 Volt laufen. Jetzt fangen hier oben die Entladungen an. Zieht auch schon mächtig Strom. Und jetzt, Achtung, geht's gleich los. Play ist gedrückt. Der Sound läuft jetzt allein über die Entladung an der Tesla-Spule hier oben. Es ist kein Lautsprecher angeschlossen. Und das Ganze hört man jetzt auch automatisch im Radio, weil die Tesla-Spule auch noch funkt. Wenn ich hier ein bisschen weniger drehe, dass die Entladungen hier oben weg sind, kann ich hier das einstellen, dass man es auch im Radio ein bisschen hört. Hier die Frequenz einstellen. Na, wo ist es? Naja, es ist nicht so gut zu hören. Bisschen hört man es. Ja.
Es ist kein Hörgenuss, da läuft es auf jeden Fall besser, wenn es allein über die Entladungen läuft hier. Ich zeig nochmal, die Entladungen sind klein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann wünsche ich eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.